Hallo, in diesem Video möchte ich einen kleinen Überblick in den Katalog geben und auf dieser Seite sollen alle Themen zum Bereich Katalog zusammengefasst werden. Der Katalog ist sicher einer der zentralsten Themen in HiCard. Wie starte ich diesen Katalog? Das heißt, hier rechts oben bei diesem Stift habe ich die Möglichkeit, den Katalog, sprich den Card-Editor, zu starten. Je nachdem, ob der Katalog am Server liegt oder so wie bei mir lokal, kann dies natürlich etwas dauern. Ich werde in einem weiteren Video zeigen, wie ich diesen Katalog auf dem Server legen kann, damit andere Nutzer immer am aktuellen und selben Stand sind. Grundsätzlich gibt es zum Katalog Folgendes zu sagen. Auf der linken Seite sehe ich hier meine ganzen Kataloge, welche sich hier mit dem Plus aufklappen können. In diesem Fall Halbzeuge, Profile und man sieht hier dann darunter unter E-Profilen die dazugehörigen Tabellen. Sprich, hier spricht man von einer Tabelle. Die Tabelle wird von uns beziehungsweise von Ihnen gefüllt. Man sieht hier an dieser Beispieltabelle, dass jedes Teil, welches im Katalog ist, eine eigene Zelle hat, eine Zeile hat, natürlich. Diese Zeilen können beliebig gefüllt werden und so wie in diesem Fall ist bei diesen HIA, sprich bei diesen E-Profilen, eine Geometrie hinterlegt. Diese Geometrie wird mit folgenden Werten befüllt. Grundsätzlich sieht man hier auch die Werkstoffe, Breite, Höhe und jeweilige Profile oder Werte. Man hat hier natürlich beim Katalog die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Rechte. Im Grunde genommen ist es so, dass im größten Bereich dieses Kataloges Sie als Kunde relativ wenig Rechte haben. Im Grunde genommen müssen Sie sich so vorstellen, Sie können nicht hergehen und hier eine neue Tabelle erzeugen, welches hier mit meiner Lizenz natürlich jederzeit möglich ist. Ich werde hier in diesem Fall umstellen, dass ich hier auf den sogenannten Kundenmodus, damit Sie sehen, wie es bei Ihnen aussieht. Das heißt, wenn ich hier nochmal hergehe, dann sieht dieses Fenster natürlich wesentlich kleiner aus. Weiters hat man hier im Katalog unter dem Bereich Werksnormen alle Rechte. Das heißt, hier in diesem Bereich Werksnormen haben Sie als Kunde jegliche Rechte, Tabellen zu erzeugen, zu kopieren und zu erweitern. Deswegen gibt es hier in diesem Fall auch sehr viele Bereiche, welche mit dem Wort Anwender kombiniert sind. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie hergehen unter Anwender Halbzeuge, finden Sie die Bereiche, die Sie als Anwender ergänzen können. Oder Anwenderbearbeitungen. Wie vorhin gesagt, können Sie ja oben in diesem Bereich sehr wenige Bereiche erweitern. Jedoch unter Anwenderbearbeitungen zum Beispiel können Sie hier diesen Bereich beliebig erweitern und dies auch in den diversen Einstellungen und Dialogen verwenden. Wenn Sie einen Katalog auswählen, sieht man, so wie vorhin gesagt, hier immer die Tabellen. Oben hat man die unterschiedlichsten Menüleisten, auf die ich dann in weiteren Videos eingehen werde. Wichtig ist hier auch noch dieses Suchfenster. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit zu suchen, wo hier dann auch mein Suchergebnis aufleuchtet. Das heißt, ich bin hier in diesem Fall in diese Blechschraubentabelle gegangen, wo ich auch hier die beliebigen Schraubeneinträge habe. Wichtig hier dabei ist noch
Diese Nummer haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn Sie ein Normtail einbauen, dann gibt es immer eine sogenannte Tabelleneintrag. Das wäre in diesem Fall bei den Blechschrauben die Nummer 1154 und eine sogenannte Table-ID, also Tabellen-ID. Das wäre hier eine fortlaufende Nummer. Diese von uns generiert wird. Wenn Sie selbst eine Tabelle erweitern, dann kommt bei dieser ID immer eine von Ihnen definierte Nummer hinzu. Somit kann diese Nummer niemals bei zwei Firmen identisch sein, weil diese ID immer von der Lizenz generiert wird. Weiters möchte ich hier noch dabei sagen, dass man hier an diesen Symbolen erkennen kann, dass zum Beispiel hier das Attribut vom PZ hier auf das HiCard-Attribut Sachnummer geschrieben wird und in diesem Fall auf das Helios-Attribut Normbezeichnung. Das heißt, hier können Sie diese Texte an jeweilige Stellen und Attribute von HiCard oder Helios mappen. Dies ist am besten aus meiner Sicht gezeigt bei den Halbzeugen, in diesem Fall bei den Formrohren. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen und jede Firma möchte zum Beispiel bei den Formrohren irgendeine andere Bezeichnung haben. In diesem Fall bei mir ist standardmäßig eingestellt, dass diese Spalte BEZ, also an die Sachnummer gemappt wird, das heißt FRR, wird bei mir standardmäßig bei einem Formrohr als Bezeichnung hergenommen. Wenn ich hierher gehen würde und ich möchte hier diese Spaltenbezeichnung abändern, gehe ich hier mit der rechten Maustaste auf die Spalteneigenschaften, kann hier in diesem Fall diese Verknüpfung zur HiCard aufheben und könnte sagen, ich möchte die Bezeichnung, welche nach Norm wäre, hier an $BB übergeben. Das heißt, hier sieht man sofort dann, dass dieses Attribut, sprich dieses Zeichen hier gemappt wird. Hier sehe ich auch noch diesen kleinen Stern. Das heißt, hier dieser Stern ist deswegen hier, weil ich diese Tabelle noch nicht gespeichert habe. Das heißt, wenn ich hier auf Speichern klicke, ist dies nachträglich oder gespeichert. Wenn ich eine Änderung gespeichert habe, dann wird der Katalog standardmäßig nur beim HiCard Start ausgelesen. Dies könnte ich hier entweder sagen, dass dieser Katalog neu geladen wird. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Formrohr einbaue, ich muss jetzt noch mal schauen, das heißt C10-210-2, das heißt, ich gehe jetzt auf meinen Katalog, wähle mein Hohlprofil aus und man sieht hier, wenn ich das einbaue, dann steht diese Bezeichnung auch sofort hier. Diese Bezeichnungen sind natürlich für Stücklisten und alles weitere extrem wichtig. Somit kann man sich hier diese Spalten bzw. Bezeichnungen selbst definieren. Einen Punkt, den möchte ich hier noch in diesem Video erwähnen, dass hier zum Beispiel sieht man diese sogenannten fetten Bezeichnungen. Das sind jene Bezeichnungen, die man hier beim Einbau sieht. Das heißt, wenn ich hier nochmal reingehe, sieht man hier BEZ und BEZ 1090. Das heißt, das sind genau diese Bereiche, die man in diesen Einbaufenstern bzw. Dialogen sieht. Diese kann man natürlich auch jederzeit abändern. Das heißt, wenn ich hier sage, ich möchte diese Spalte nicht sehen, dann klicke ich irgendwo in diesem Bereich. Unter Extras gibt es die sogenannten Kenngrößen und hier könnte ich sagen, okay, diese Kenngröße möchte ich nicht darstellen, speichere wiederum diesen Katalog ab und muss hier natürlich wieder sagen, neu laden oder ich sage Kataloganderung verfolgen, was jedoch in sehr vielen Fällen zu Performance-Einbußen führt, deswegen lasse ich das auch deaktiviert. Man sieht hier sofort, jetzt fehlt mir hier dieser Bereich.
Dies kann man in allen Bereichen des Kataloges frei definieren.